Liebe Gäste im Platinum Club der Esprit Arena, vielen Dank für Ihre Geduld, aber ich denke, wir haben eine sehr, sehr interessante Pressekonferenz gehört, deswegen konnten wir die Pause gut überbrücken, aber schön, dass Sie noch bei uns sind, denn ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem VIP-Talk, präsentiert vom Kälteklima Peters und Keuter Grundbesitzverwaltung. Fortuna Düsseldorf gewinnt 2:1 gegen den FC Energie Cottbus und wir wollen über das Spiel sprechen mit Jens Langenecke und mit Marco Christ. Da waren eine ganze Menge Emotionen drin. Jens, ein paar Worte zuerst zu dir zum Spiel. Ja, also zunächst mal muss ich sagen, dass ich heilfroh bin, dass das mit uns dann noch die richtige Mannschaft gewonnen hat, weil es wäre wirklich bitter gewesen, wenn wir heute nicht die 3 Punkte hier behalten hätten. Gott sei Dank ist es nochmal gut gegangen. Marco, bei dir war es auch lange fraglich, ob du überhaupt pünktlich fit wirst. Ich glaube, da muss man auch nochmal die Zähne zusammenbeißen. Aber die halbe Mannschaft, ja. Ja, ist richtig, wir waren ein bisschen angeschlagen, haben alle auf die Zähne gebissen und ja, war am Ende erfolgreich und da sind wir alle zufrieden damit. Kann so ein Gegentor auch mal was Positives mit sich bringen, so wie heute? Ich glaube, das war nochmal so ein Wachrüttler. Ich meine, es gab auch vorher genügend Torchancen, aber danach habt ihr erst den Motor so richtig angeschmissen, oder? Ja, hat man ja gesehen, mit dem Tor ist es dann besser geworden und dementsprechend haben wir nochmal Druck machen können und sind auch verdient als Sieger dann vom Platz gegangen, ja. Jens, wir hatten schon ein paar Mal hier gesprochen, also nicht nur wir beide, sondern insgesamt mit Kollegen von dir, dass ich glaube, das Geheimnis der Mannschaft ist, dass man auch Ausfälle gut kompensieren kann. Zwischenzeitlich in dieser Woche wart ihr nur noch mit 14 Mann auf dem Trainingsplatz. Da wurde es, glaube ich, schon relativ einsam. Da konnte man nicht mal 11 gegen 11 spielen. Aber ich glaube, das ist besonders die Stärke, dass ihr auf dem Punkt genau wieder fit seid, beziehungsweise auch Leute aus der zweiten Reihe nachrücken können. Ja klar, ich meine, man muss auch in der Breite gut besetzt sein. Man kommt nie verletzungsfrei durch eine Saison und wenn man dann mal über einen Zeitraum von 2-3 Wochen wirklich mehrere Verletzte hat, speziell auf der Linksverteidigerposition natürlich ja, doppelt und dreifach oder vierfach, wenn ich auch noch an Kai und Hamza denke als Vertreter, dann ja, dann muss man es irgendwie auffangen und selbst das haben wir geschafft und sicherlich gehört das zum Erfolg dazu. Jojo Vandenberg hat auch auf die Zähne gebissen, war glaube ich gestern das erste Mal beim Training, aber ich würde ganz gerne noch mal zu Patrick Zundi zu sprechen kommen, der es ja am Anfang vielleicht nicht ganz so leicht hatte in der Mannschaft jetzt mit seinem Einsatz. Ich fand ihn auch gegen FC St. Pauli schon sehr, sehr stark und hat heute seine Aufgabe auch wieder gut gemacht. Ja, sicherlich. Also Patrick hat sicherlich eine Eingewöhnungszeit gebraucht, was aber völlig normal ist, wenn man... Ja, er ist zwar in Europa, aber er ist natürlich auch viel unterwegs mit der Nationalmannschaft, fliegt da mal hin und wieder nach Afrika und zurück und da steckt natürlich auch in den Knochen drin. Aber vom Typ her ist er gut integriert und hat sicherlich seine Qualitäten, speziell in der Schnelligkeit, 1-gegen-1, Dribbling und ich hoffe, dass er uns noch weiterhelfen wird. Kommen wir kurz zu den beiden Toren zu sprechen. Wie hast du die gesehen? Das waren ja auch... Ja, interessante Tore, besonders das zweite, glaube ich, ne? Aber Pele Wollitz hat es gerade selber in der Pressekonferenz gesagt, da fehlte dem Gegner die Cleverness, denn sie hätten ja selber den Ball nach außen spielen können, also alles richtig gemacht. Wie hast du die Situation gesehen? Ja, ich konnte sie sehr gut beobachten, ich war ja da schon draußen und von daher habe ich das so gesehen, die beiden Tore, ja, Eckball von der Seite und... Ich glaube, Patrick Zundi verlängert den Ball und Martin Harnik steht vorne direkt vom Tor, schiebt ihn über die Linie. Und beim zweiten Tor natürlich, Cottbus spielt den Ball nicht ins Aus, da sage ich mal selber schuld. Und Lumbi erkennt die Situation hervorragend, treibt den Ball durchs Mittelfeld und spielt dann wirklich im richtigen Moment den Ball auf Martin und er schließt hervorragend mit dem linken Fuß ab, ja. Ja, der Sturm, der trifft auch richtig gut wieder. Martin Harnik, das ist, glaube ich, auch ein Mann, den man gerne länger an den Verein binden möchte. Gut, also vertragliche Fragen wird sicherlich unser Manager klären, aber wir hätten sicherlich alle nichts dagegen, wenn der Martin auch länger bei uns bleiben würde, das ist doch klar. Also ich schaue mir das sehr gerne von hinten an, wenn unsere Stürmer treffen, also wunderbar, gibt nichts Besseres. Das wollte ich doch hören. Was war die Aktion mit den Fans, das müssen wir auch nochmal erklären. Die Südkurve hat euch schon ausgepfiffen, nachdem ihr abgedreht habt und dann kam das Große hier veräppelt, oder? Keine Ahnung, also wir haben wirklich... 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler dabei, die mal ein bisschen querdenken und ab und zu kann man das auch nicht nachvollziehen. Dann haben sie wieder eine Idee und dann machen wir halt mit und keine Ahnung, irgendeine Idee und nichts Wildes. Trotzdem war es auch eine schöne Aktion, dass ihr auch zu dem Familienblock gegangen seid hier. Die vielen, vielen Besucher des AOK Familienblocks haben sich darüber sicherlich auch wieder gefreut.
Ein Highlight jagt das nächste. Wir schauen nach vorne. Nächste Woche Sonntag geht es nach München in die Allianz Arena zu 1860. Sicherlich wieder ein schweres Spiel, aber auch wieder was ganz Besonderes, allein in diesem Stadion zu spielen, oder Marco? Ja, wir haben ja hier auch ein schönes Stadion. Allianz Arena, denke ich, ist auch ein schönes Stadion. Aber ja, wir fahren dahin, um 3 Punkte zu holen natürlich. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass viele Fortunen die Mannschaft begleiten werden. Das sollten sie auf jeden Fall, denn genug reinpassen sie in die Arena. Also Sonntag, Ausflug ab nach München. Ja, vielen Dank für den kleinen VIP-Talk, das soll es schon gewesen sein. Ich entlasse euch ins Wochenende, wobei wahrscheinlich morgens erstmal auslaufen noch, oder? Ja, wir radeln ja neuerdings aus. Also auslaufen ist passé und ist auch eine schöne Sache. Also, die Jungs radeln morgen, wer sich anschließen möchte. Ich glaube, die Mannschaft hat nichts dagegen. Na, Spaß beiseite, wir sehen uns wieder zum nächsten Spiel hier in der Esprit Arena. Das war, wie gesagt, unser kleiner VIP-Talk, präsentiert von Kelticlima Peters und Keuter Grundbesitzverwaltung. Nachzuhören und zu sehen natürlich auch auf der Fortuna Homepage. Mein Name ist André Scheidt, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.